Die Börse. Die Börse. Da lasse ich lieber die Finger weg davon. Das ist echt nur was für Profis. Da brauche ich ja Minimum eine Bankerausbildung oder noch besser irgendwie ein Wirtschafts- oder Finanzstudium oder sowas. Ach, das ist nichts für mich. Ich glaube, ich lege mein Geld lieber sicher an, weil das täte ich nicht aushalten, wenn ich Geld verlieren würde, nur weil ich damit gespielt habe. Oh, ich kann Ihnen versichern, die Zeiten haben sich geändert. Mein Name ist Alexander Wisniewski und ich bin unter anderem Dozent an der Volkshochschule in Schrobenhausen. Und in diesem Video möchte ich Ihnen drei Tipps geben, bevor Sie sich mit dem Thema Börse auseinandersetzen, für Ihren gelungenen Börsenstart, wie es gut funktionieren kann, wie der Einstieg gut gelingen kann. Denn ich bin selbst seit Jahren begeistert und mit Freude aktiv an der Börse, habe auch gleich den Corona-Crash mitgenommen nach meinen ersten knapp 2 Börsenjahren und kann Ihnen aus dieser Erfahrung heraus sagen, wir brauchen heutzutage nicht nur unsere Arbeit, um unser Einkommen zu generieren, sondern wir brauchen mittlerweile zum Beispiel aufgrund der gestiegenen Mietpreise oder der gestiegenen Baupreise oder Baugrundstückspreise noch eine zweite Einkommensquelle, gerade auch im Hinblick auf die Themen Rente oder Pension bzw. einfach Altersvorsorge. Und es macht Spaß. 3 Tipps, wie der Börsenstart gut gelingen kann. Tipp Nummer 1, bevor Sie loslegen, checken Sie doch bitte Ihre Einstellung, Ihre Haltung zum Thema Geld. Ich kenne von meinem Opa noch von früher so dieses Thema, über Geld spricht man nicht, man hat es. Ja, also Geld ist was geheimnisvoll ist und nur kein Neid bei anderen. Schön, das behältst du schön für dich, das Thema. Und ein paar Jahrzehnte später steht der Enkel meines Opas, also ich, vor der Kamera und erzählt ein bisschen was über Geld, eben weil sich die Zeiten geändert haben und weil wir heute mit früher einfach nicht vergleichen können, eben zum Beispiel auch, weil wir keine Zinsen mehr aufs Tagesgeld bekommen. Das wird sich so schnell auch nicht ändern. Was sind Ihre Gedanken über Geld? Vor allem, was sind Ihre positiven Gedanken über Geld? Ein positiver Gedanke von mir ist, Geld bedeutet für mich Freiheit. Als Selbstständiger zum Beispiel nicht jeden Auftrag annehmen zu müssen, sondern ein bisschen wählen zu können. Auch die Freiheit, mein Einkommen nicht nur über Arbeit generieren zu müssen, sondern einfach auch ein schönes kleines Nebenhobby mittlerweile zu haben. Und es macht unheimlich große Freude, meinem Geld beim Wachsen zuschauen zu dürfen. Einfach ein bisschen mal die Gedanken zum Finanzthema hinterfragen und schauen, was ist denn Ihre positive Haltung zum Thema Geld? Was bedeutet es für Sie? Punkt Nummer 2, machen Sie einen kleinen Schnellcheck über sich persönlich zum Thema Börse. Auch hier wieder 3 Punkte. Punkt Nummer 1, sind Sie bereit, bevor Sie loslegen, zuerst in Ihre Bildung zu investieren? Ich würde niemandem empfehlen, an die Börse zu gehen, bevor Sie sich nicht ein gewisses Grundwissen angeeignet haben. Aber ein ganzes Studium brauchen Sie sicher nicht dafür, um erfolgreich zu sein. Haben Sie Lust, ca. 30 Minuten bis so 2 Stunden die Woche reichen mit Sicherheit, sich erstmal ein paar Wochen, ein paar Monate Zeit zu nehmen, sich ein bisschen einzulesen, Börsenbegriffe zu kennen, verschiedene Strategien zu kennen und sich einfach ein Grundwissen anzueignen. Frage Nummer 2 zum Thema Schnellcheck. Haben Sie Lust, auch wenn Sie an der Börse erfolgreich sind, pro Woche auch ca. 30 Minuten bis 120 Minuten in die Depotpflege zu investieren, zu sagen, ah, ich klicke immer wieder mal rein, nicht jeden Tag, das braucht es überhaupt nicht, aber so eine halbe Stunde die Woche bis 2 Stunden die Woche, je nachdem, was gerade los ist, um mich auf dem Laufenden zu halten und um die richtigen Entscheidungen zu treffen, auch mich selber zu hinterfragen, ist dieser Plan, diese Strategie, die ich mir zurechtgelegt habe, noch gültig oder brauche ich was anderes? Und zum Schnellcheck, die wichtige Frage Nummer 3, bin ich bereit, Kursschwankungen auszuhalten? Also mir nicht nur einen Plan zu machen und dann an der Börse zu starten, sondern auch, wenn die Kurse fallen, zum Beispiel wie in der Corona-Krise oder in der Finanz- und Bankenkrise wie 2008, 2009, die ja ein paar Jahre gedauert hat, bin ich bereit, da durch diesen Crash auch durchzugehen oder kriege ich Nervenflattern und verkaufe dann, wenn die Aktien am tiefsten sind und fahre deswegen entsprechende Verluste ein. 3 kleine Tipps sind mein Punkt Nummer 3 für einen gelungenen Börsenstart für Sie. Bitte checken Sie als erstes Ihren Risikotypen. Sie können sehr sicherheitsorientiert an der Börse starten, zum Beispiel über das Thema ETFs. Da haben Sie ja relativ wenig Schwankungen, weil viele Titel drinnen sind. Sind Sie ein sicherheitsorientierter Typ? Sind Sie so ein Mixer-Typ, ja, so in der Mitte, der sagt, ja, Sicherheit ist wichtig, aber ein bisschen Risiko darf auch dabei sein? Oder sind Sie so eine volle Rampensau, ja, die sagt, das ist mir egal, ich investiere gerne in China, ich probiere da gerne was aus, was in Indien läuft, die Schwellenländer, die interessieren mich, Osteuropa sind die neuen Märkte, sind Sie eher so jemand? Checken Sie Ihren Risikotyp
bevor Sie loslegen. Punkt Nummer zwei ist, bitte machen Sie sich eine Summe klar, mit der Sie starten an der Börse, wo Sie sagen, das wenn weg wäre, das wäre gar nicht tragisch. Das können 2.000 Euro sein, 5.000 Euro sein, 10.000 Euro sein. Also vielleicht eine Summe, je nachdem, in welcher Situation Sie gerade sind, wo Sie sagen, ja, mit dem kann ich einfach mal starten und ich kann ein bisschen spielen, ein bisschen ein Gefühl für die Börse bekommen und mich auch so ein bisschen ausbilden, mir so die ersten 1 bis 3 Jahre mal Zeit lassen, ein Gefühl, ein Gespür zu bekommen dafür. Oder ich habe jetzt gerade auf einmal nicht so viel Geld, ich fange mal mit einer kleinen Sparrate an, ab 25 Euro können Sie loslegen. Und mein dritter Tipp für Sie, bevor Sie an der Börse starten, bitte sprechen Sie mit Ihrer Partnerin über dieses Thema, denn ich kann Ihnen versichern, gerade wenn ein Crash kommt, dann steht Ihre Partnerin, die Sie sehr lieben oder Ihr Partner, auf der Matte und sagt, du, was ist denn gerade mit dem Thema Geld los? Und deswegen holen Sie sich auch da ein bisschen Rückendeckung über die Summe, die Sie sich zurechtgelegt haben. Können Sie da wirklich damit loslegen? Also schauen Sie sich auch ein bisschen Ihr familiäres Umfeld an, bevor Sie starten. Das waren meine Tipps für Sie an der Börse. Ich freue mich, wenn wir uns im VHS-Kurs, der auch online stattfindet bei der VHS Schrobenhausen, zum Thema als Laie erfolgreich an der Börse sehen. Und ich freue mich, wenn ich Ihnen ein bisschen Lust machen konnte und Sie so ein bisschen inspirieren oder aufwecken konnte, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wenn Sie starten, natürlich viel Freude und Erfolg mit Ihrem Börsenstart.